und so auf 100 Personen angewachsen ist, waren 99 davon Männer und eine Frau. Eine geborene Deutsche, Tochter von Thomas Mann, die, wie hieß die, Erika? Nee, nicht Erika, egal. Die hat sich sehr erfolgreich eingesetzt für eine Rechtsetzung für die Meere. Die hat dann Pacem in Maribus Konferenzen organisiert, da habe ich auch mal teilgenommen, da habe ich sie auch persönlich kennengelernt, die war ganz toll. Aber eben, das war die einzige Frau. Heute sind so vielleicht 25% Frauen. Gut. Und dann fanden wir, Anders Wickmann und ich, dass die alte Botschaft doch ein bisschen abgedroschen war und im Übrigen hat sie auch nicht furchtbar viel bewirkt. Ich habe vorhin in einem Privatgespräch gesagt, dass seit 1972 die Zahl der Menschen auf der Erde sich etwa verzweieinhalbfacht hat. Ja? Und der Konsum, der Verbrauch von Naturgütern hat sich verfünfzehnfacht. Das heißt also, dem Club of Rome hat man eigentlich nichts abgenommen. Und dann fanden wir, die ökologische Situation der Erde ist katastrophal. Wir müssen da jetzt auch etwas dazu sagen. Das war in den Monaten, als bei den Vereinten Nationen die Diskussion war, um die Nachhaltigkeitsagenda 2030 mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen. Und da haben wir auch ganz schnell festgestellt, dass diese Entwicklungsziele im Wesentlichen Wachstumsprogramme waren. Und als eine Art von Konzession hat man dann auch noch Klima, Ozeane und Biodiversität als Ziele aufgenommen. Aber würde die Welt es schaffen, die 11 oder 12 reinen sozioökonomischen Ziele zu verwirklichen für dann 8 oder 9 Milliarden Menschen, dann wäre für das Klima und die Ozeane und die Biodiversität null Chance übrig, nichts mehr. Das wäre alles kaputt. Ja? Das ist der Kern der Agenda 2030. Das darf man aber nicht sagen. Denn sie haben ja die Entwicklungsländer durchgesetzt. Und gegen die darf man in der UNO nichts sagen. Und dann fanden wir, ich meine, wir wussten schon vorher, dass da irgendwas faul ist. Und dann habe ich ein 2-Seiten-Papier gemacht, was in einem neuen Bericht des Club of Rome drinstehen soll. Und dann haben wir das rumgeschickt an die größten und mächtigsten 100 Leute. Und dann haben wir das zurückgekriegt, lauter interessante Meldungen. Und dann habe ich daraus zusammen mit Anders Wickmann, aber ich war der Chefredakteur, einen Embryo-Entwurf gemacht, 15 Seiten. Das haben wir wieder rumgeschickt. Und wieder tolle Anregungen, was man alles anders machen muss. Dann wurde daraus der Baby-Entwurf. Das waren dann 40 Seiten. Dann haben wir es wieder rumgeschickt, wieder neue, tolle Anregungen. Einige haben ein ganzes Kapitel geschrieben, wunderbar. Und dann wurde es der Jugendlichenentwurf. Das waren 150 Seiten. Aber über diesen, ja, sagen wir mal, Vorentwurf eines Buches haben wir dann eine große internationale Konferenz gemacht. Da waren also, weiß nicht was, 50 Mitglieder des Club of Rome dabei. Und wir haben das heftig diskutiert. Und dann wurde daraus der Erwachsenenentwurf und dann schließlich der endgültige Entwurf. Das ganze Prozess hat etwa 3 Jahre gedauert. Und schließlich kam eben das Buch heraus auf Englisch, Come On. Come On hat aber sprachlich in der englischen Sprache 2 ganz verschiedene Bedeutungen. Das eine heißt, Come On, tu nicht so, versuch nicht mich zu bescheißen. Und die zweite Bedeutung heißt, komm mit. Und beides ist gemeint. Darüber. Vor 2 Millionen Jahren hatten wir nicht eine Warmzeit, sondern eine Heißzeit. Und auf die steuert ja die Menschheit jetzt zu. Und da war Italien halb so groß wie heute. Und vor 20.000 Jahren, da war noch die letzte Eiszeit. In Deutschland nennt man es die Würmeiszeit. Und da war Italien sehr viel größer als heute. War übrigens auch
das, was wir heute Deutschland nennen, viel größer. In der Ostsee gab es Siedlungen, die sind jetzt alle überspült. Und die Doggerbank in der Nordsee war eine Insel. Das ist heute alles unter dem Meer, unter dem Meeresspiegel. Und jetzt ist die Gefahr, dass da wieder ein großes Ereignis eintritt, und zwar ein plötzliches. Vor 7700 Jahren war über dem Gebiet, was wir heute Labrador und die Hudson Bay nennen, ein Eisgebirge von der Masse des Grönlandeises. Und ein paar Jahre später, man kann es heute nicht mehr so genau datieren, kann auch ein paar Wochen gewesen sein, war das weg. Es ist nicht von oben nach unten abgeschmolzen, es hätte 1000 Jahre gedauert, sondern das hat einen mechanischen Riss gekriegt und ist ins Meer gerutscht. Und wir kennen das Ereignis aus der Sage der Sintflut. Wenn Sie die Bibelhistoriker fragen, dann sagen sie, ja, so ungefähr um die Zeit. Ja? Ist der Meeresspiegel um 7 Meter angestiegen. Riesige Überschwemmungen weltweit, einschließlich im Heiligen Land. Ja, und die Städte, mit denen die deutschen Firmen die großen Geschäfte machen, die liegen ja praktisch alle am Meer. Das sind 55 Millionen Städte in Asien alleine. Die liegen am Meer. Es gibt auch ein paar in Deutschland, wie Hamburg und so. Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt passiert sowas wie das Labrador-Unglück mit Grönland oder der westantarktischen Eisplatte. Dann haben wir nicht 1 Million Flüchtlinge, sondern 1 Milliarde. Und wie gehen die Gesellschaften derer, die hoch genug im Land wohnen, damit um? Also wenn ich mir die bayerische Politik angucke, habe ich das Gefühl, dann ist nur noch Chaos. Also es geht uns an. Auch wenn Bayern das Glück hat, mehr als 10 Meter über dem Meeresspiegel zu sein. Jetzt ist die Frage, gibt es eigentlich einen Kohleausstieg? Ja, wir denken natürlich, es gibt's. Das war ja die Presse dauernd voll. Tja, aber weltweit überhaupt nicht. Während wir hier sitzen, sind 1380 neue Kohlekraftwerke im Bau oder in Planung. Demgegenüber ist es physikalisch gesehen völlig egal, ob wir im Jahr 2035 oder 2025, wie die Grünen wünschen, aus der Kohle aussteigen. Also für die, ich weiß nicht was, 18 verbliebene Kohlekraftwerke oder so, werden da eben 1000 mehr gebaut. Und davon 90% natürlich in den Entwicklungsländern. Ja? Das ist das eigentliche Problem der Klimapolitik. Das wird aber nirgends artikuliert. Bei den Klimakonferenzen redet niemand über die in Entwicklungsländern in Planung und Bau befindlichen Kohlekraftwerke. Und die Chinesen, die machen sich's gut. Zu Hause reduzieren sie die CO2-Emissionen und gleichzeitig subventionieren sie den Bau neuer Kohlekraftwerke in den Nachbarländern und dann kaufen sie den Strom und sagen, wir sind sauber. Ja? Es geht auch nicht. Die Entwicklungsländer sind heute das größte Problem der Umwelt. Das darf aber niemand sagen, denn die sind heilig. Das ist bei den Vereinten Nationen so. Ich habe es am Beispiel der Sustainable Development Goals erzählt. Was machen wir denn dann? Aber ich komme auf die Lösungsperspektive nachher. Jetzt erstmal die philosophische Krise. Also kommen die Klimadiplomaten nach dem Abkommen von Paris nach Hause und sagen den Politikern, ja, wir müssen jetzt endlich ernsthaft Klimaschutz machen. Und dann sagen die gutmütigen Politiker, ja, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun. Aber macht euch nichts vor, das kostet wahnsinnig viel Geld. Und die einzige Chance, dass wir mit wirklich ernsthaften Klimaschutz machen, ist viel mehr Wachstum. Das ist die automatische Reaktion in Ecuador, in den Philippinen und in Deutschland. Ja? Die Frage ist, ist das die richtige Antwort? Ist meine Antwort? Nein, ist die falsche Antwort.
Hier haben wir die 8 wichtigsten Wirtschaftssektoren in so kleinen Grafiken, von links nach rechts, die Wirtschaftsintensität pro Kopf und von unten nach oben die Treibhausgasemissionen pro Kopf. Und es geht doch alles stramm Hand in Hand. Je mehr Wirtschaftsaktivität, desto mehr Treibhausgasemissionen. In anderen Worten, wir sind als Diagnoseärzte einigermaßen vernünftig und haben gemerkt, die globale Erwärmung ist eine ganz schwere, gefährliche Krankheit. Aber wir sind komplett närrische Therapieärzte. Systematisch schlagen wir eine Therapie vor, die, empirisch belegt, die Krankheit systematisch schlimmer macht. Und wir merken es nicht mal. Wir merken nicht mal, dass wir idiotisch sind als Therapieärzte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar, das Kollektiv Menschheit denkt so. Das sind nicht ein paar idiotische Politiker. Nein, die Menschen denken so. Das hier ist eine Karikatur. Ich habe in Kalifornien gelebt, als Al Gore sein mutiges Buch An Inconvenient Truth geschrieben hat. Er hat einen Film dazu gemacht und hat sich ein Karikaturist ausgedacht. Da gibt es ein Kino, da wird An Inconvenient Truth angeboten und A Reassuring Lie. Ja, und wo gehen die Leute hin? Die gehen alle in A Reassuring Lie. Das ist doch genau die Politik von Trump. Die Leute anschwindeln ohne Ende und sie damit glücklich machen. Also nochmal, wenn das nicht eine philosophische Krise ist, dann weiß ich nicht was. Ja? Ich meine, das kriegt ihr in der Diskussion um Ökonomie und Philosophie vermutlich nicht so brutal mitgeteilt. Da geht es vermutlich um Immanuel Kant und Hegel und so weiter. Ist ja auch in Ordnung. Da sage ich ja gar nichts dagegen. Aber wir vom Club of Rome sind der Meinung, wir müssen die heutige philosophische Krise beim Namen nennen und überlegen, was können wir da eigentlich machen. Ja, was ist jetzt zu tun? Vor allem, wie können wir die Entwicklungsländer ins Boot holen? Dafür gibt es einen, wie ich finde, genialen Vorschlag vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, der direkt an die Kanzlerin berichtet, den sogenannten Budgetansatz. Der geht so. Jedes Land der Erde hat ein pro Kopf gleich großes Recht auf Nutzung, das heißt Verschmutzung, der Atmosphäre. Aber die alten Industrieländer, das ist hier die rote Farbe, haben dieses Recht im Wesentlichen schon verbraucht. Denn wir haben ja schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts dauernd Kohle in die Luft gepustet, also CO2. Das heißt, also die gestrichelte Linie, das ist das, was wir noch übrig haben. Im Jahr 2024 haben die alten Industrieländer überhaupt keine Lizenzen mehr. Es ist Schluss. Also auch nicht ein Auto, was Benzin verbraucht. Geht nicht mehr. Es sei denn, wir machen einen Handel mit den Entwicklungsländern, hier grün gezeichnet, die noch größere Mengen Lizenzen haben nach diesem Vorschlag. Wiederum die gestrichelte Linie, die haben da noch einen ganz schönen Buckel. Das bezieht sich einfach darauf, dass deren Bevölkerung auch noch zunimmt. Und dann würde es auf einmal für Entwicklungsländer ökonomisch interessant, ein geplantes Kohlekraftwerk nicht zu bauen. Denn es wäre lukrativ, stattdessen die Veränderung der Energieangebote in Richtung erneuerbare Energien zu beschleunigen und die Energieeffizienz deutlich zu verbessern, darüber rede ich nachher noch ein bisschen, und dafür die dadurch frei werdenden Lizenzen an die blöden Deutschen zu verkaufen. Das wäre lukrativ. Und technisch machbar. Es würde bei uns den
Energieverbrauch natürlich teurer machen, also vor allem von Kohle, Öl und Gas. Er würde gleichzeitig bei uns die erneuerbaren Energien wieder rasend profitabel machen. Und da braucht man natürlich auch die entsprechenden Fernleitungssysteme. Kann man alles machen. Und plötzlich hätten die Klimakonferenzen wieder Sinn. Im Moment haben sie eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die Klimakonferenzen bestehen aus folgender Frontlage. Die Entwicklungsländer sagen zutreffend uns vom Norden, ja, ihr habt ja das ganze Schlamassel angestellt. Und wir leiden jetzt darunter und müssen uns anpassen an die globale Erwärmung. Jetzt bitte gebt uns jedes Jahr 100 Milliarden Dollar, damit wir uns an die von euch verursachte globale Erwärmung anzupassen. Das ist moralisch absolut nachvollziehbar. Aber wenn man denen dann sagt, ja, und was macht ihr zum Klimaschutz? Also, ja, das ist ja jetzt bei uns nicht an der Tagesordnung. Wir müssen erst mal wachsen. Und ihr habt uns ja vorgemacht. Da kommt immer große Empörung auf. Wenn wir den Entwicklungsländern sagen, ihr müsst jetzt auch was für den Klimaschutz tun. Das ist der Gegenstand der Klimakonferenzen, einschließlich Paris. Das heißt, das bringt für die Stabilisierung des Klimas nichts, trotz all dieser heiligen Versprechungen. Wie gesagt, 90% dieser neuen Kohlekraftwerke finden in Entwicklungsländern statt. Und wenn wir an diese 90% nicht rangehen, sondern immer an den verbliebenen 10% rumfummeln, haben wir verloren, und zwar den Krieg. Ich sage das mal so hart. Aber das darf man natürlich in der Öffentlichkeit nicht sagen. Na gut, was machen wir jetzt? Ich sollte noch dazu sagen, Frau Dr. Merkel hat bei der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 diesen Vorschlag eingebracht. Und da haben die Amerikaner und die Russen und die Saudis und Kasachstan und Polen und so weiter gesagt, ja, aber bitte nicht mit uns. Die Amerikaner sagen, the American way of life und so. Und die Russen sagen, ja, also wir leben doch vom Kohle- und Gasverkauf und die Saudis entsprechend mit Öl und die Polen mit Kohle und Kasachstan hat alles. Und auch die Kolumbianer sind unglücklich und die Chinesen sagen auch, also wo muss denn das jetzt unbedingt sein? Bei uns, da, wir machen sowieso das Richtige und das dauert halt noch ein paar Jahrzehnte und so. Also Frau Merkel ist da diplomatisch völlig gescheitert. Und dann hat sie natürlich sich zurückgezogen. Das kann man ihr persönlich nicht übel nehmen. Aber ich halte das für einen ganz schlimmen Fehler. Ich finde, und das haben wir auch geschrieben in unserem Buch, dann müssen in Gottes Namen die willigen Länder, wie zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz oder Japan und ein paar andere, einfach schon mal anfangen, als Pioniere für eine ursächlich vernünftige Klimapolitik. Dann haben wir eine Chance. Und dann ist die Frage, was sollen denn die Pioniere machen? Und dazu ist jetzt dieses hier da. Da habe ich einfach ein Bild noch nicht fertig gemacht gehabt. Die Pioniere würden es gescheit machen, wenn man es gescheit macht, die Gewinner sein. Wie? So wie die Japaner in den 1970er und 80er Jahren. Das war die Zeit der Ölkrise. Da haben die Japaner Panik gehabt, dass nach dem dramatischen Anstieg der Ölpreise durch die OPEC ausgelöst, die Japaner merkten, sie haben kein Öl, kein Gas, keine Kohle. Das heißt, plötzlich wurde das Leben in Japan so etwas wie viermal so teuer in Bezug auf Energie. Und dann haben sie einen Wahnsinnsschreck gekriegt. Dann haben sie zwei Sachen gemacht. Das eine war ein massiver Ausbau von Kernenergie. Das fand ich gar nicht so gut. Aber gleichzeitig haben sie zugelassen, dass die Energiepreise in Japan plötzlich doppelt so hoch waren ungefähr wie die in Deutschland
oder in Frankreich oder anderen europäischen, westeuropäischen Ländern dreimal so hoch wie in den USA und fünfmal so hoch wie in der Sowjetunion. Die gab es damals noch. Und da hat natürlich die japanische Industrie gesagt, das ist das Ende der japanischen Industrie. So reden die immer. Wenn der Bundesverband der deutschen Industrie irgendwas hört über Verteuerung der Energie, dann kommt er sofort mit dem Hammer und sagt, dann wandern wir alle aus. Politische Erpressung und im Übrigen falsch. Die Japaner haben es vorgeführt. Da ist in genau diesen Jahren Japan allen anderen davongerannt mit Technologie, die es in der Sowjetunion und USA schon gar nicht gab und in Westeuropa nur in Anfängen. Also das bekannteste Beispiel ist der Superschnellzug, der Shinkansen. Und da war einem Menschen in Tokio völlig klar geworden, wenn man nach Osaka fährt, dann fährt man selbstverständlich mit dem Zug. Man wäre ein Narr, wenn man mit dem Auto fahren würde. Wäre erstens dreimal so teuer und zweitens halb so schnell. Und mit dem Flugzeug natürlich auch nicht. Das heißt also, durch Infrastrukturmaßnahmen haben wir dafür gesorgt, dass plötzlich Hochtechnologie regiert. Oder ein weiteres von einem Dutzend Beispielen, die Keramik. So im Jahr 1975 war Keramik im Wesentlichen Töpferei oder Hochspannungsisolatoren. Das war Keramik, also Primitivsttechnologie. Und dann haben die Japaner aus Keramik Hightech gemacht. Also riesige Firmen, die sich spezialisiert haben auf Keramik, die hohe Temperaturen aushält und ich weiß nicht was alles. Tolle Sachen. Es gibt heute kein brauchbares elektronisches Gerät, wo nicht haufenweise japanische Keramik aus den 1980er Jahren drin ist. Ein Riesenerfolg. Die Japaner waren die Lieblinge der Börsen. Mit all diesen Innovationen. Und alle wollten dann ein bisschen Japan kaufen, weil Japan so wahnsinnig erfolgreich war, mit höchsten Energiepreisen. Und dann wollten also die Leute einfach japanische Grundstücke kaufen. Und ich habe gehört, im Jahr 1988 war der berechnete Grundstückswert der kaiserlichen Gärten in Tokio so hoch wie der gesamte Grundstückswert von Kalifornien. Stellt euch das mal vor. Und dann kam das Unglück für die Japaner, das Ende der Sowjetunion und das Ende des Kalten Krieges. Und plötzlich haben die Investoren aller Welt, einschließlich der Japaner selber, gedacht, naja, also ein Hektar Tokio zu besitzen, ist vielleicht weniger witzig, als sowas wie 20 Quadratkilometer Ungarn zu besitzen. Und dort zu investieren. Und da, seither gibt es eine Stagnation, weil die müssen ja ständig in ihren Büchern Werte korrigieren, nach unten. Weil die haben natürlich in ihren Büchern überall Grundstückswerte gehabt. Das heißt, das soll man den Japanern nicht vorwerfen, dass sie in den letzten 25 Jahren eine Art von Stagnation hatten. Inzwischen erholen sie sich langsam wieder. Aber egal, das ist also die Japan-Geschichte. In diesem Sinne können wir uns ohne weiteres leisten, als Pionierländer schon mal in Richtung Klimaneutralität voranzumarschieren. Und an der Stelle ist es dann überhaupt nicht egal, wann wir aus der Kohle aussteigen. Es ist nur physikalisch für das Klima nicht genug. Wir müssen sehr viel mehr machen als das. Also im Zentrum der Pioniertaten ist die Entkoppelung der Wirtschaftsleistung von den Treibhausgasemissionen, eine sogenannte Kuznetskurve, und dann dafür sorgen, dass die ärmsten Länder da durchtunneln, damit die nicht alle unsere Fehler nachmachen. Denn dann haben wir wiederum den Krieg verloren. Und das war also das, was ich am Wuppertal-Institut mit einem wunderbaren Team, das waren schließlich 150 Mitarbeiter, entwickelt habe. Und das ist eine tolle technologische Perspektive. Also damals erstmal Faktor 4, das war noch ganz bescheiden. Dann ist das natürlich auch ins Chinesische übersetzt worden. Die Chinesen haben mir gesagt, du kannst doch nicht ein optimistisches Buch mit dem Faktor 4 machen.
Vier klingt auf Chinesisch wie Tod, also Faktor Tod. Du musst es nennen Faktor 8 oder so, denn 8 ist die Glückszahl in China. Und da habe ich gesagt, das ist mir zu ehrgeizig, aber Faktor 5, das geht. Da waren sie ganz happy. Und die sagen auch, Faktor 5 auf Chinesisch, das ist das dritte von links, das ist doch im Grunde der Blueprint für den 12. und 13. Fünfjahresplan in China. Wir wissen auch ganz genau, wir können unser Wachstum gar nicht fortsetzen, wenn wir nicht dramatisch besser werden in der Nutzung der natürlichen Ressourcen. Also, da sind, weiß ich, sowas wie 100 Beispiele drin, das gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, aber es wird manchen von Ihnen ein bisschen unglaubwürdig vorkommen. Faktor 5 ist eine Menge. Und die Industrieleute sagen doch immer, wir haben das doch alles längst ausgereizt. Das stimmt nicht. Und dazu jetzt eine Physikerfrage. Man stelle sich den Mount Everest vor, 8800 Meter hoch. Und man stelle sich einen Eimer Wasser vor, einen ziemlich großen, 10 Kilo. Wie viele Kilowattstunden brauchen wir, um diesen Eimer Wasser unter physikalisch idealen Bedingungen auf den Gipfel des Everest hochzuheben? Was ist eure Meinung? Gibt es hier Physiker? Also wenn ich meine Studenten in Kalifornien gefragt habe, da bekam ich immer so Antworten wie 1000 Kilowattstunden. Denn der Berg ist scheußlich hoch, der Eimer Wasser ist scheußlich schwer und eine Kilowattstunde ist doch gar nichts. Das ist so die Idee, unser Bauchgefühl. Das ist total falsch physikalisch. Die erstaunliche Antwort heißt eine Viertelkilowattstunde. Ja? Eine Kilowattstunde ist ein gigantisches Kraftpaket. Und was machen wir damit? Nichts, weil es nichts kostet. Ich frage dann immer die Studenten, ja, würdet ihr bereit sein, für ein Honorar von, sagen wir mal, 7 Euro Cent, das sind jetzt deutsche Preise für eine Viertelkilowattstunde, auf den Everest hoch zu tigern und den Eimer Wasser da oben abzuliefern. Das wäre die reine Narretei. So was macht man nicht. Ja? Aber so verhalten wir uns in unserer Wirtschaft. Wir tun so, als dürfe Energie nichts kosten. Aus sozialen Gründen natürlich. Weil immer kommt immer die soziale Schiene in der Diskussion. Ist aber kompletter Unsinn. Da ist mehr als ein Faktor 5 möglich. Aber der wird erst machbar, wenn die Kilowattstunde was kostet. Und das ist heute nicht der Fall. Also, ein paar Beispiele. LEDs statt Glühbirnen ist ein Faktor 10. Wunderbar. Oder Passivhäuser. Meine Familie und ich leben jetzt in einem Passivhaus mit der wunderbaren Folge, dass das Thema Heizkosten aus der Familienunterhaltung verschwunden ist. Wunderbar, dann haben wir noch ein großes Solardach und wir sind de facto ein Plus-Energiehaus und leben sehr glücklich. Im Übrigen haben wir sehr gute Luft, im Gegensatz zu manchem Vorurteil, dass die Passivhäuser alle so dicht sind, dass da die Luft stickig wird. Nee. Da gibt es Wärmeaustauscherbelüftung. Die verbrauchte Warmluft strömt durch ein System nach draußen und berührt sich physikalisch, aber nicht chemisch, mit der hereinströmenden frischen Kaltluft. Und die kommt dann praktisch mit Zimmertemperatur ins Wohnzimmer. Aber frisch, ja? Das ist heutige Technik. In Deutschland erfunden übrigens, von Wolfgang Feist in Darmstadt. Oder die Erdbeerjoghurt-Logistik. Am Wuppertal-Institut hat man eine wunderbare Mitarbeiterin, Stefanie Böge, und die hat ausgerechnet, dass bis ein Erdbeerjoghurt bei uns auf dem Frühstückstisch landet, Lastwagen 8000 Kilometer kreuz und quer durch Europa fahren. Ist das nicht hirnrissig? Ja, aber es war betriebswirtschaftlich rational, denn der Tonnenkilometer kostet fast gar nichts und der Molkereiarbeiter, ein Bayreuth oder so etwas, also irgendwo in der Pampa, Entschuldigung, der kostet viel Geld. Also konzentriert man das alles und
verlagert das Problem auf die Straße. Es ist verrückt. Wir können genauso gut mit sowas wie 200 Kilometer auskommen. Wenn wir das Ganze wieder dezentralisiert, haben wir wieder mehr Molkereiarbeiter und weniger Straßenkilometer. Da würden übrigens viele Autofahrer ganz glücklich sein, wegen dieser Lastwagenkolonnen und so. Das ist technisch ohne weiteres möglich. Das sind jetzt drei Beispiele von 100. Oder 50 ist nicht so wichtig. Und da kommen jetzt ein paar Worte zur Ökonomie, und das habe ich wegen dieser Zugfahrt nicht vernünftig zu Ende gebracht. Aber jedenfalls ist es wichtig, bevor wir über die Machtübernahme der neoliberalen Ökonomie reden, ein bisschen politische Geschichte zu machen. Und zwar, bis 1990, in der Nachkriegszeit, hatten wir die goldenen Jahre der Demokratie. Die Wirtschaft musste sich unterordnen, hat aber gleichzeitig floriert. Der Staat war ja das Bollwerk gegen den bösen Kommunismus. Und die Kapitalisten wussten ganz genau, wir brauchen den Staat, denn wir haben ja keine Panzer und Kampfflugzeuge. Aber der Staat hat die. Also akzeptieren wir den Staat, auch wenn er fürchterliche Sachen macht. Zum Beispiel in Amerika. Der erste Präsident nach dem Krieg war Dwight Eisenhower. Der war nun wirklich kein Kommunist. Er war für die Republikaner. Und der hat dafür gesorgt, dass der Grenzsteuersatz der Einkommensteuer in den USA bei 90% lag. Also wenn heute in Deutschland Sarah Wagenknecht sagen würde, wir brauchen 90% Steuersatz in der Einkommensteuer, würden alle Leute sagen, die ist total verrückt geworden. Das sind eben die verrückten Linken. Nee, der hat das als Kampfansage gegen den Kommunismus gemacht. Die Welt soll lernen, dass in der freien Marktwirtschaft auch die Armen besser stehen als die als im Kommunismus. Das ist ja auch gelungen. Irgendwann war die Glaubwürdigkeit des Kommunismus weggepustet. Also, das war bis zum Jahr 1990. Aber dann hat der Kapitalismus gesiegt. Was ist dann passiert? Da haben die Kapitalisten gedacht, ja, wozu brauchen wir jetzt eigentlich noch den Staat? Wir brauchen ja keine Kampfbomber mehr. Ja? Und so, brauchen wir überhaupt noch Sozialstaat? Wozu denn das, um Gottes Willen? Uns kommt es ausschließlich auf die Kapitalrendite an. Und dann haben sie uns Deutschen mitgeteilt, tja, also die Kapitalrendite in Irland oder in Thailand oder in Kanada ist höher als in Deutschland. Wir werden doch nicht so blöd sein, in Deutschland zu investieren. Und da haben wir Jahr für Jahr für Jahr sowas wie 100 oder 200.000 Arbeitsplätze verloren, weil uns die internationalen Investoren als Schrumpfland wahrgenommen haben. Es war eine reine, pure Erpressung. Kohl ist dieser Erpressung nicht erlegen, weil er dachte, ja, aber der Sozialstaat ist heilig, die soziale Marktwirtschaft, das war ja schon seit den 50er Jahren Programm der CDU und das wäre auch alles in Ordnung. Und man kann doch da nicht nachgeben. Der Erste, der nachgegeben hat, war der sozialdemokratische Kanzler Schröder mit der Agenda 2010, wo er gesagt hat, na, also wenn unser Sozialsystem so ist, dass jemand, der einen Arbeitsplatz für, ich nenne jetzt mal irgendeine Zahl, 1500 Mark, das waren damals noch Mark, angeboten kriegt, wird er nicht so doof sein, den zu akzeptieren. Denn die Sozialtransfers sind mehr. Deswegen müssen wir die Sozialtransfers deckeln. Das ist der Kern der Agenda 2010. Für die Sozialdemokratie eine Katastrophe. Denn es wurde ja sofort als Verrat an sämtlichen Heiligtümern der SPD angesehen. Aber es hat dazu geführt, dass Deutschland aus dem Kümmerdasein der 1980er Jahre und 90er Jahre wieder auferstanden ist und plötzlich die Spitzen
Ökonomie von der EU geworden ist. Und trotzdem wird ja die SPD wegen der Agenda 2010 ohne Ende beschimpft. Und trotzdem hat er recht. Naja, und dann ist eine der Folgen, dass jetzt auf einmal Milton Friedman und Ronald Coase und einigen anderen zu Heiligen erklärt worden sind. Und das ist die Situation, mit der ihr Studenten heute umgehen müsst. Und es ist nicht nur, dass an deutschen Hochschulen neoliberale Ökonomie gelehrt wird. Das geht viel weiter. Man kann in Deutschland keine akademische Karriere mehr erfolgreich machen, wenn man nicht in amerikanischen Peer-Review-Zeitschriften publiziert. Das ist das einzige verbliebene Qualitätskriterium bei der DFG, bei der Rektorenkonferenz, bei den ganzen Ratings und so weiter. Das ist das Einzige, was die zustande bringen. Es ist eine Katastrophe. Und dort sind die Peers natürlich alles neoliberale Ökonomen in den entsprechenden Zeitschriften. Also macht euren Professoren keinen Vorwurf daraus. Das müssen die machen. Die müssen an irgendeiner Stelle beweisen, dass sie Friedman gelesen haben und auch zitieren. So. Und trotzdem ist es närrisch. Aber dann ist einfach die akademische Welt närrisch, indem sie mit ihrem Peer-Review-Verherrlichung auf einmal andere Qualitätskriterien nicht mehr zulässt. Und noch etwas zu der Zeit nach 1990. Der damalige Bundesbankpräsident Tietmeyer, der hat beim Weltwirtschaftsforum 96 verkündet, das Problem ist, dass sich die meisten Politiker immer noch nicht darüber im Klaren sind, wie sehr sie bereits heute unter der Kontrolle der Finanzmärkte stehen und sogar von diesen beherrscht werden. Und das hat er nicht gesagt als Kritik an den Finanzmärkten, sondern als Kritik an den Politikern. Das war der Zeitgeist der 1990er Jahre. Der Markt hat immer Recht und der Staat hat immer Unrecht, etwas grob gesagt. Das war die Idee. Schließlich ist es doch kein Zufall, dass der Kapitalismus den Kommunismus besiegt hat. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Ich will noch ein weiteres Bild dazu sagen und dann mal ein paar Worte ohne Bild. Also das ist eine Karikatur, da ist der deutsche Michel in dem Bötchen da oben vor der Bundestagswahl 2005 und sagt zu Gerhard Schröder, dem Kanzler, Gerd, lass mal Angie ans Steuer. Aber die eigentliche Aussage ist ganz egal, wer da an dem Steuer steht, die Richtung wird vorgegeben von der Weltwirtschaft. Das ist das eigentliche Problem. Das ist der Kern der Krise der Demokratie. Also wenn die Journalisten so tun, als sei die Krise der Demokratie auf die Idiotie der heutigen Politiker zurückzuführen, dann haben die Ursachenkette nicht im Kopf. Oder nicht im Gemüt, ich weiß nicht wo. Jedenfalls, das müssen wir wissen, wenn wir über plurale Ökonomik reden. So, jetzt will ich ein paar Worte in Prosa sagen, ohne Bilder. Ich sehe natürlich auch, dass der Einfluss von Kapital und Kapitalrenditen auf eine Auswahl dessen, was dem Lande gut tut, eine entscheidend wichtige Größe ist. Ich komme aber nachher noch ein bisschen zu sprechen auf Adam Smith, der vor über 200 Jahren verkündet hat, dass der Eigennutz des einzelnen Wirtschaftstreibenden gut für the wealth of nations ist. Das war völlig richtig. Aber er hat das gesagt unter einer Voraussetzung, die heute nicht gegeben ist, nämlich, dass die geografische Reichweite des Rechts des Staates identisch ist mit der geografischen Reichweite des Marktes. Wenn der Markt in ein einklagbares Recht und die entsprechende Staatsgewalt eingebettet ist, ist der Markt großartig. Das ist das, was Adam Smith gesagt hat. Auch daran kann man Kritik äußern, wie von Karl Marx und anderen. Aber
Es ist jedenfalls im Prinzip eine richtige Beobachtung. Und das bedeutet im Effekt, wir müssen wieder Bedingungen herstellen, unter denen Adam Smith auch recht hat. Und da kommen dann auf einmal ganz andere Ökonomiemodelle zustande. Also ich will es mal an einem Beispiel noch erläutern. Es gibt bei uns ein Aktiengesetz. Und im Aktiengesetz ist das Wohl der Aktionäre, das ökonomische Interesse der Aktionäre, das alleroberste. Wenn jemand da Gemeinwohlökonomie macht, macht er sich strafbar. Ist das nicht unglaublich? Das ist aber die heutige Realität. Das Ganze ist unter der Voraussetzung gemacht, dass Adam Smith recht hat. Und dass Aktionäre ja sowieso die Spitzen der Gesellschaft sind. Aber da ist irgendwas falsch. Also Gemeinwohlökonomie nach, wie heißt der, Christian Felber, ist eine großartige Idee. Und ich finde es unbedingt notwendig, dass man es als legitim erklärt im Aktienrecht, dass Gemeinwohlökonomie betrieben wird. Dass also nicht nur das Aktionärswohl da ist. Da muss man dann auch auf eine gewisse Ausgewogenheit achten. Das ist völlig in Ordnung. Ich bin ja gar nicht gegen die Aktionäre. Ich bin nur dafür, dass auch die Enkel der heutigen Aktionäre noch irgendwas zu kauen haben. So, jetzt, ich komme danach im Zusammenhang mit Adam Smith nochmal. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, andere Geschäftsmodelle zu machen. Heute haben wir im Wesentlichen Wegwerfgesellschaft. Die Firmen werden reich, wenn ganz viel gekauft wird und nachher ganz schnell, so schnell wie möglich wieder weggeworfen wird. Denn dann ist ja wieder neue Nachfrage da. Und Walter Stahel, ein Schweizer, der auch Mitglied im Club of Rome ist, hat mit seiner Performance Economy die Überwindung der Planned Obsolescence gepredigt. Und stattdessen Langlebigkeit, gemeinsam nutzen, also zum Beispiel Spülmaschine im Keller in einem Mietshaus, Wartung, Reparatur und so weiter, ist eine völlig andere Ökonomie als die reine Wegwerfökonomie. Darüber muss man auch nachdenken. Naja, und dann, außer der Effizienz, brauchen wir natürlich für das Klima die erneuerbaren Energien. Ich war mit Hermann Scheer befreundet 30 Jahre lang. Wir saßen dann zusammen im Deutschen Bundestag und eines Tages kam er zu mir und sagte, du, ich habe jetzt den Gesetzentwurf für ein erneuerbares Energiengesetz dem zuständigen Ministerium, das war damals das Wirtschaftsministerium, vorgelegt und warte immer, dass die das jetzt endlich dem Parlament vorlegen. Tun sie aber nicht. Die wollen das nicht. Was machen wir jetzt? Dann habe ich mit ihm so 5 oder 10 Minuten palavert und dann sind wir zusammen zum Fraktionsvorsitzenden gelaufen und haben ihm gesagt, wir als Abgeordnete wünschen eine Diskussion über den Gesetzentwurf eines erneuerbaren Energiengesetzes und eine Abstimmung darüber. Der hat natürlich erstmal die Stirn gerunzelt. Er wusste natürlich ganz genau, das war eine heiße Kartoffel und der Kanzler will es nicht und der Wirtschaftsminister will es nicht. Aber dann sagte er doch, naja, als Fraktionsvorsitzender kann ich so ein Anliegen nicht ablehnen. Dann machen wir das doch. Und da haben wir eine entsprechende Sitzung vorbereitet, nur 4 Wochen später oder was. Und dann hat Hermann Scheer, ist leider viel zu früh gestorben, damals eine flammende Rede gehalten und dann gab es eine Stunde Diskussion und dann war 2/3 oder 3/4 der Leute der Meinung, das ist ein Gesetz, was wir wollen. Und dann haben wir es so beschlossen und dann hat der Kanzler ganz schnell die Kurve gekriegt und hat gesagt, gut, wir haben das beschlossen, es ist auch unser Gesetz. Und das ist der Anstoß, vielen Dank, der Anstoß gewesen für die rasante Verbilligung der Photovoltaik. Heute ist eine Kilowattstunde Photovoltaik billiger
weltweit als eine Kilowattstunde von einem neuen Kernkraftwerk. Und ist im Begriff sogar, die Kohle und das Öl zu überholen. Die Saudis investieren gewaltig in Photovoltaik, weil sie merken, das Öl geht zu Ende, entweder aus Klimagründen oder aus Erschöpfungsgründen. Und jedenfalls, sie brauchen dann wieder Energie woanders her. Und wenn man heute mit einem Saudi über solche Fragen reden, sagen ja, ihr Deutschen habt das ja initiiert. Und das war eine großartige politische Entscheidung. Wir sind fürchterlich geprügelt worden, intellektuell, von den Ökonomen und der Industrie, wie viele Milliarden wir für unsere ökologischen Träume vernichten. Aber in Wirklichkeit war das ein richtiger Umschwung auch zugunsten des Klimas. Aber das ist auch wieder eine begrenzte Sache. Wie viele erneuerbare Energien sind eigentlich gut? Also da in Sachsen, da ist ein alter Flugplatz mit Photovoltaik ausgelegt worden. Das kann ja nicht die endgültige Bestimmung unserer Landschaft sein. Und bei Windenergie gibt es heute bei jedem neuen Plan sofort eine Bürgerinitiative dagegen. Und die Wasserkraft ist im Wesentlichen weltweit ausgelutscht. Kann man noch ein bisschen, aber viel nicht. Und ich war mal bei einer Alpenkonferenz, da haben die ganzen Umweltschützer und der Deutsche Alpenverein und der Österreicher haben alle gesagt, also bitte keine weitere Wasserkraft. Das ist jetzt nur noch Naturzerstörung. Und Maisplantagen sind ein ökologischer Wahnsinn. Monokulturen, die die Böden kaputt machen, vergiften und so weiter. Also das als erneuerbare Energien zu verkaufen, das war ein Riesenmissverständnis. Und Palmöl ist noch schlimmer. Natürlich macht der Ausbau an einigen Stellen noch weiter Sinn, insbesondere Wind auf Meer. Und im Übrigen müssen wir mal kalkulieren. Die EU hat eine heilige Selbstversprechung. Wir machen bis zum Jahr 2020 so viel Erneuerbare, dass das 20% des gesamten Energieangebots ist. Ja, wie viel ist das wert? Und wenn wir noch mal ganz optimistisch annehmen, die übrigen OECD-Länder, einschließlich Mexiko und Japan und so, und Australien sind da auch mit dabei, kriegen auch 20% hin. Da haben wir 1 Milliarde Menschen. Wie viel von der Weltnachfrage, unter der Annahme, dass alle Leute so viel Energie brauchen wie wir, ist damit gelöst? Und die mathematische Antwort ist ganz einfach, 1/35. Ja? Denn 1 Milliarde Menschen ist 1/7 von 7 Milliarden Menschen und 20% ist 1/5 von 100%. Multipliziert das zusammen, kriegt ihr 35 raus. Und jetzt stellt euch mal eine Ver-35-Fachung der Palmölplantagen, der Wasserkraft, der Windkraft vor. Es ist die reine ökologische Sünde. Das darf nicht sein. Bei Photovoltaik kann man anders reden, das kann sich um Faktor 100 vermehren noch. Aber das ist ja bisher im Weltmaßstab im Promillebereich. Das löst nicht das Energieproblem. Also wir müssen gleichzeitig auch die Effizienz erhöhen, und zwar dramatisch, um sowas wie einen Faktor 5, eines Tages Faktor 20. Ja, jetzt mache ich wieder einen kleinen Schnitt. Ein paar Worte zur Politik. Wie erreicht man eigentlich ökologische Ziele? Die Umwelttechnik hatte ihren Ursprung, völlig zu Recht, in der Bekämpfung der Schadstoffemissionen. Das war eine sehr wichtige Aufgabe. Als ich in eurem Alter war, da war die Luft zum Schneiden. Also ich habe da in Essen gewohnt und wenn man da draußen die frisch gewaschene Wäsche aufgehängt hat und am nächsten Morgen war sie wieder schwarz. Das war unglaublich. Also die Feinstaubwerte waren also ungefähr 30 Mal so hoch wie heute. Und heute jammern wir ohne Ende über den Feinstaub. Das ist harmlos im Vergleich. Und wie macht man das dann? Da ist menschliche Gesundheit zu schützen und das hieß rasch handeln, staatliche Grenzwerte, Verordnungen, Genehmigungsverfahren, Kontrollen. Das nennt man Ordnungspolitik. Völlig richtig.
Auch das Gleiche für Gewässerschutz und so, alles Ordnungspolitik. Aber für die Erdbeerjoghurt-Komödie hieße Ordnungspolitik vielleicht eine Erdbeerjoghurt-Transportintensitätsbegrenzungsverordnung. Ja? Das wäre der helle Wahnsinn. Ein Albtraum für die Wirtschaft, für die staatliche Kontrolle und fürs Klima und für Umwelt nicht sehr hilfreich. Es geht ja nicht nur um Erdbeerjoghurt, sondern um Millionen anderer Vorgänge. Ja? Also das alles ins Ordnungsrecht zu stopfen, ist vollkommen verrückt, ist nicht darstellbar. Ja? Ja, was dann? Beim Klimaschutz muss man also instrumentell anders vorgehen als bei der Schadstoffkontrolle. Man muss mit ökonomischen Instrumenten arbeiten, Steuern oder Abgaben, oder, also Steuern sind eine Untergruppe von Abgaben, Abgaben sind auch Sonderabgaben, oder handelbaren Lizenzen. Das habe ich ja am Beispiel von dem Budgetansatz erläutert. Eine völlig andere Denke. Und ökonomisch floriert die Effizienz erst dann, wenn der Naturverbrauch teurer wird. Die Märkte kriegen das nicht hin. Auf dem Bild sieht man 200 Jahre irgendwo weltweit organisiert, das war eine amerikanische Quelle, wo Energie und materielle Ressourcen immer billiger geworden sind. Das heißt, die Märkte erzählen den Verbrauchern, Energie wird immer billiger. Ihr könnt es noch weiter verschwenden. Damit löst man die Probleme des Klimas nicht. Also wir müssen politisch dafür sorgen. Ich war im China Council als Berater der chinesischen Regierung, leite einer Arbeitsgruppe über ökonomische Instrumente für Energieeffizienz und Umweltschutz. Und da habe ich den Chinesen vorgeschlagen, mach doch die Energie jedes Jahr um so viel Prozent teurer, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz zugenommen hat, sodass man monatlich nicht, tendenziell nicht mehr ausgibt für Energie. Und die Chinesen in der Gruppe waren begeistert, sagten, endlich mal ein kreativer Vorschlag von euch Westlern. Die kommen ja sonst immer nur mit dem Zeigefinger und sagen, ihr müsst alles anders machen. Das klingt jetzt gut. Und China ist das Land, in dem seit etwa 20 Jahren übrigens, die Energie schneller teurer wird als in anderen Ländern. Gut, das wäre eine Art von Ping-Pong-Idee. Steigt die Energieeffizienz, steigen die Energiepreise. Aber steigen die Energiepreise, steigt der ökonomische Nutzen der Erhöhung der Energieeffizienz. Und das geht hin und her und hin und her. Genau wie die industrielle Revolution die Ping-Pong-Idee mit Arbeitsproduktivität gemacht hat. Also der Fortschritt, der technische Fortschritt war die Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Ressourcen spielten keine Rolle. Und wenn die Arbeitsproduktivität stieg, konnte die Arbeiterschaft höhere Löhne durchsetzen. Und es war wunderbar. Aber stiegen die Löhne, wurde es zwingend für die Betriebe, die Arbeitsproduktivität weiter zu erhöhen. Und das hat in 150 Jahren oder so zu einer Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität geführt. Das war für den alten Marx oder Lassalle völlig unvorstellbar. Wenn denen das gesagt hätte, hätten die gesagt, um Gottes Willen, nein. Stellt euch vor, der Schneider muss jetzt 20 Mal so schnell schneiden und Knöpfe annähen, das war vollkommen undenkbar. Eine Gemeinheit gegen die Zunft der Schneider. Ja, also das machen ja heute nicht mehr die Schneider selber, das machen die Maschinen. Also man muss sich dann auch was Neues einfallen lassen, auch bei Energieproduktivität, Faktor 5 Story. Also, das ist ein Wohlstandsinstrument und nicht ein Wohlstandsvernichtungsinstrument. Das sage ich als Klapper Frommann. Da braucht man trotzdem noch zwei Abwärtskorrekturen, eine Art von Sozialtarif für das Lebensnotwendige, denn sonst würden die armen Familien dafür bestraft, dass die reichen Familien die Effizienz steigern. Und das gäbe soziale Unruhen, so wie die Gelben Westen in Frankreich. Oder man macht es mit einer Rückverteilung der eingenommenen Steuern pro Kopf,
So macht es die Schweiz mit der CO2-Steuer. Die armen Familien in der Schweiz werden reicher durch die CO2-Steuer und die Rückgabe, und die reichen Großverbraucher, die werden ein bisschen ärmer, aber die halten das aus. Also die haben gar keine sozialen Probleme. Also wenn jemand in Berlin kommt mit CO2-Steuer ist eine Gemeinheit gegen die Armen, da sagen wir und übrigens auch Ministerin Schulze, wieso denn? Kommt drauf an, wie man das Geld zurückgibt. Und dann kommen die Konservativen und sagen, ja, also rechte Tasche, linke Tasche, das ist doch keine Politik. Dann sage ich, doch, genau das ist Politik, und zwar eine gute Politik, die dafür sorgt, dass das Volk da auch mitgeht mit dem Klimaschutz. Und dann braucht man eine Art von Aufkommensneutralität für die Industrie, weil die sonst auswandert. Und dafür gibt es ein wunderbares Modell aus Schweden. Das war noch im Wesentlichen vor der Klimadiskussion. Da ging es im Wesentlichen ums Waldsterben. Da hat die chinesische Regierung eine brutale Stickoxidsteuer angekündigt. Und da haben die Industrieunternehmen gesagt, naja, also wir verstehen euch ja ökologisch, aber das halten wir ökonomisch nicht durch. Denn unsere Konkurrenten in Deutschland oder in Indien oder in Kanada oder was, die haben diese Steuer nicht. Da verlieren wir einfach, da müssen wir auswandern. Und das war nicht als Erpressung gemeint. Das war als klares, nachvollziehbares Denken gemeint. Und dann hat die Regierung gesagt, okay, verstehen wir. Jetzt machen wir Folgendes. Wir machen die Steuer und ihr zahlt sie auch. Aber ihr kriegt das aus dem Industriebereich eingenommene Steuergeld zurück pro Mehrwert, den ihr schafft. Also nicht pro Tonne Gift, die ihr ausspuckt, das wäre ja sinnlos. Pro Mehrwert, den ihr schafft. Ja. Und dann hat die Industrie fröhlich mitgemacht, es ist niemand ausgewandert. Und gleichzeitig hat die Industrie eine Modernisierungskur durchgemacht, so ähnlich wie die Japaner in den 70er, 80er Jahren, und ist konkurrenzfähiger geworden, als sie vorher war, auf den internationalen Märkten. Also das meine ich mit Aufkommensneutralität, dass also nicht die Industrie gebeutelt wird, sondern die Verschmutzung wird gebeutelt. So muss man es machen. Das ist wieder Politik. In den Pionierländern könnte also in 30 Jahren die Vervierfachung der Effizienz erreicht werden, in 100 Jahren vielleicht die Verzehnfachung oder auch Verzwanzigfachung. Ich bin kein Prophet. Und dann wären die heute sichtbaren Probleme der Umwelt gelöst. Jetzt will ich aber zum Schluss noch ein paar Worte über die revolutionärste Seite von Wir sind dran sagen. Nämlich, wir brauchen nichts weniger als eine neue Aufklärung. Und dafür ist es gut, wenn wir die Unterscheidung machen zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Das hat der Weltbankökonom Herman Daly formuliert. In der leeren Welt, da kam unsere Fruchtbarkeit her. In der Steinzeit brauchten die Frauen 10 bis 20 Kinder, damit die Spezies überlebt. Aber heute doch nicht. Oder unsere Instinkte, die Kulturen und Religionen, die europäische Aufklärung, die Raubbauökonomie, Bevölkerungsvermehrung, Wachstumsvergötterung, all das ist leere Welt, aber ist nicht nachhaltig. Und dann hat der Papst in seiner Enzyklika Laudato Si gesagt, die auf Geiz, Eile und gnadenlosen Wettbewerb fußende Wirtschaft zerstört das gemeinsame Haus. Das ist so ähnlich wie Kevin Kühnert. Und dann eben die philosophischen Fehltritte der heutigen Ökonomie. Und da haben wir drei ausgewählt, wir hätten 20 finden können. Adam Smith, das habe ich ja bereits erwähnt. Achso, Moment, das will ich jetzt doch... was ist jetzt passiert? Nein. So, ich will es doch mal ganz kurz erläutern. Adam Smith habe ich bereits erwähnt. Also das war gemeint für den Rechtsrahmen, der den Markt einfängt. Und heute wird er so zitiert, als sei er der Prophet für den Weltmarkt. Das war er nicht. Und für David Ricardo, den Vordenker für den internationalen Handel, blieb das Kapital absolut ortsfest. Es war im Wesentlichen lokal. Es war natürlich im Wesentlichen das bebaute Kapital oder die Böden. Und heute ist das Kapital der mit Abstand
mobilste Produktionsfaktor. Also in Millisekunden sausen die Milliarden um die Welt. Und da gibt es also irgendwelche computerisierten Algorithmen, die ganz schnell ausrechnen, eben in Millisekunden, wo die Kapitalrendite um ein Promille gesteigert werden könnte. Da greifen Menschen gar nicht mehr ein. Das machen ja die Algorithmen. Und daraus resultieren dann die Börsenentscheide der Anleger, der Investoren. Und das halte ich für eine Katastrophe. Dann kommen ökologische Gesichtspunkte überhaupt nicht vor. Das ist unter Absingen von Hymnen auf David Ricardo die heutige Realität. Der würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er hört, wie er da heute zitiert wird. Oder Charles Darwin, also ehemaliger Biologieprofessor, verstehe ich von dem noch ein bisschen mehr. Für ihn war der Wettbewerb der Arten miteinander im Wesentlichen lokal. Und Grenzen waren für ihn ein Instrument zum Erhalt und Steigerung von Vielfalt. Er war begeistert von der biologischen Vielfalt auf der Welt und sein The Origin of Species war im Wesentlichen die Hymne auf den Mechanismus der Entstehung von Vielfalt. Und auf den Galapagos-Inseln hat er entdeckt, dass es da Finken gab, die gelernt haben, sich so zu benehmen wie auf dem Festland die Spechte. Die haben sich einen Kaktusdorn abgezwackt und konnten damit in der Borke poolen, nach Insektenlarven und so weiter und die dann zu fressen. Und da hat Darwin messerscharf geschlossen, in der Gegenwart von Spechten als Konkurrent hätten die Finken das nie gelernt. Völlig klar. Also nochmal, Grenzen oder der Evolutionsfaktor Isolation als Antriebskraft für Diversität. Und wie wird er heute zitiert? Von den Sozialdarwinisten? Der Stärkste gewinnt immer und das ist gut für die Evolution. Hat er nie gesagt. Also, damit bin ich beim nächsten Bild. In der Ökonomie kommt die alte Aufklärung oft in der Gestalt von Egoismus und Sozialdarwinismus daher. Besonders unerfreulich der Herbert Spencer. Der sagt, den Staat müssen wir eigentlich abschaffen. Er soll um Gottes Willen den Schwachen nicht helfen. Die Evolution wird den Staat ganz überflüssig machen, indem sie die Schwachen einfach rausrottet. Ja? Es gibt eine Anekdote über ihn. Er war in New York und hat gesehen, wie diese Immigranten, die in Ellis Island da durch mussten und so, und die hatten Hunger und Krankheiten und so weiter, sind so massenweise gestorben. Und da hat er zu seinen Begleitern ausgerufen, "We are the privileged observers of evolution at work." Ja? Grauenhaft. Und dieser Herbert Spencer ist in der heutigen amerikanischen, zum Teil auch britischen und australischen Zivilisation putzmunter vorhanden, als sei das ein Naturgesetz. Das ist grauenhaft. Das muss dringend korrigiert werden. Also plurale Ökonomik muss auch eine Kampfansage an Herbert Spencer sein. Und wir sagen, in der neuen Aufklärung soll die Balance zu einem wichtigen Prinzip werden, zum Beispiel zwischen Mensch und Natur oder zwischen Kurzfrist und Langfrist, die heutigen Vierteljahresberichte als Kurzfrist, zwischen Staat und Markt, Adam Smith-Geschichte, zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz, zwischen Innovation und Bewährtem. Also das ist in Amerika ganz furchtbar. Die haben eine richtige Anbetung von Innovation. Das nennen sie jetzt immer disruptive. Es muss alles disruptive technologies sein. Und bei HP, früher Hewlett Packard, da gibt es jetzt einen Vice President and Chief Disruptor. Ja? Also zerschmettern der Gegner mit brutaler Gewalt, das ist Wettbewerb und das macht die Länder reicher. Verrückt. Das ist die heutige Ökonomie. Oder zwischen Staat und Religion. Ich nehme an, es ist niemand hier im Raum, der einen islamischen Staat haben will. Oder bitte schön einen christlichen Staat vor Luther mit Hexenverfolgung und alles, was es da so gab. Nee. Aber ein Staat, der die Religion verachtet und die Moral und so weiter, ist auch eine Katastrophe. Nein, wir brauchen eine vernünftige Balance. Das können wir auch zum Teil von den Asiaten lernen, also Yin und Yang und all diese Geschichten. Für die ist Balance eo ipso ein Wert. Für uns ist Wahrheitssuche die Überwindung von Balance.
Und das ist falsch. Also, damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ah, wunderbar. Passend zu Ihrer Dissertation. Oh, danke schön. Und jetzt möchten wir noch 15 Minuten lang den Raum für Fragen öffnen. Können auch 10 Minuten sein. Mein Zug geht erst halb 9 oder so. Danke. Also zu den Flügen muss ich Folgendes sagen. Es gibt das Abkommen von Chicago, beschlossen im Jahr 1944, zur Zeit von Charles Lindbergh, welches verbietet die Besteuerung von Flugbenzin. Und alle europäischen Länder sind Mitglieder, also Unterzeichnerstaaten des Abkommens von Chicago. In den 50er Jahren ist das alles passiert. Das muss dringend gekündigt werden, damit die Europäer nicht den von Ihnen völlig zu Recht gebrandmarkten Unsinn machen. Und ich bin ja auch überhaupt nicht gegen handelbare Zertifikate. Nur, in der Vergangenheit waren die Zertifikate, soweit sie sich aufs Klima bezogen, so reichlich und kostenlos verteilt, dass sie praktisch keine Wirkung gehabt haben. Das war leicht durchsetzbar, weil es einfach niemand wehgetan hat. Und mein Vorschlag mit dem Ping-Pong ist eine Idee, dass es wiederum eigentlich niemand wehtut, außer den ganz faulen Versagern. Also wenn man das sagt, es ist vorhersehbar, jedes Jahr so viel Prozent wie die Effizienz zugenommen, dann gibt es ein Wettrennen innerhalb der Wirtschaft nach Spitzenleistungen. Und das ist dann in der Tat effizienter als Ordnungsrecht, klassisches Ordnungsrecht. Und dass ich das Wort Ordnungsrecht verwendet habe, das liegt einfach an der Nomenklatur, die die heutige Umweltpolitik enthält. Die nennen das einfach Ordnungsrecht, wenn es nicht um Preise, sondern um Verbote gilt oder Grenzwerte. Aber ich bin auch bereit, das umzudefinieren, wenn es da für irgendwo einen sozialen Konsens gibt. Also vielen Dank. Und da ist sicherlich die Frage, wie wollen wir das denn, wie wollen wir
so einen Zertifikatehandel durchsetzen auf einer multi- oder supranationalen Ebene, wenn wir nur besteuern und bestrafen können auf nationaler Ebene? Ja, also ich muss jetzt eine leicht makabre Aussage machen. Ich fürchte, durchsetzbar bei der Mehrheit der Bevölkerung ist es in dem Moment, wo ein Drittel von Grönland ins Eis gerutscht ist. Dann denken alle, um Gottes Willen, das darf nicht passieren. Und dann kriegen wir politische Mehrheiten für das Richtige. Aber das ist eine makabre Übertreibung. Ich hoffe natürlich, dass Leute wie ich und Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut und noch ein paar andere der Bevölkerung mitteilen, es brennt hier im Haus. Wir haben keine Zeit zu verlieren, jetzt die richtigen Instrumente einzusetzen. Und dann ist Stefan Rahmstorf ganz happy, dass Ernst Weizsäcker Sachen vorschlägt, die in Wirklichkeit sozialverträglich und industrieverträglich sind. Also dieser Teufel, den der BDI an die Wand malt, und übrigens noch schlimmer der VCI, das ist die chemische Industrie, als würden die jetzt alle kaputt gehen oder auswandern oder so, ist Quatsch. Wenn man es so macht, wie ich es am Beispiel Schweden und an meinem eigenen Ping-Pong-Vorschlag gemacht habe, dann ist wenigstens ein ganz großer Teil des Widerstands weg. Ob dann vielleicht immer noch keine Mehrheiten für die Sache sind, das ist eine andere Frage. Eine Frage von Aufklärung. Zu dem Ungleichgewicht oder zu der Verschiebung des Machtgleichgewichts zwischen Politik und Wirtschaft oder Kapitaleigner, was ist denn da der Vorschlag in der globalisierten Welt? Wie kann man das denn wieder neu verteilen? So Weltstaat oder? Dann fange ich mit einer Negativaussage an. Das Rezept der AfD, das alles wieder zu renationalisieren, ist kompletter Wahnsinn. Das geht nur schief. Und zwar zu den Wählerinnen und Wählern der AfD ist es am allerschlimmsten. Ja? Also Renationalisierung ist keine Antwort. Aber Anfänge von internationaler Gesetzgebung sind gut und eine strategische Erhöhung der Transportkosten. Dann machen auf einmal Kiwis aus Deutschland mehr Sinn als Kiwis aus Neuseeland. Und im Übrigen in den Finanzmärkten, da gibt es auch noch einen sehr wichtigen Bremsvorschlag, der stammt von dem Nobelpreisträger James Tobin, übrigens aus den 1970er Jahren schon, eine kleine Kapitaltransfersteuer. Und da sage ich, nach dem, was ich vorhin gerade über diese automatisierten Millisekunden-Spekulationen bei den Finanzmärkten gesagt habe, diese Steuer muss winzig sein, ganz winzig. Dann wird sie den normalen Handel, auch den normalen Kapitalhandel, überhaupt nicht belasten. Aber die Millisekunden Spekulation, die wird dann teuer. Denn das wird dann plötzlich, das multipliziert sich ja dann mathematisch. Und dann ist plötzlich ein Hundertstel Promille des Umsatzes für uns überhaupt nicht merkbar und für die Millisekundenspekulanten der Tod. Also das ist ja auch eine Art, wie man mit der Globalität der heutigen Märkte umgeht, dass man denjenigen Teil, der die komparativen Vorteile aus den verschiedenen Ländern, nach Ricardo, positiv belohnt und dasjenige, was eigentlich gar nichts mit Sachverstand und Urteilskraft zu tun hat, sondern bloß mit einer mathematischen Formel der Kapitalrenditenvermehrung. In Bereichen, die einen normalen Bürger überhaupt nicht interessieren. Da haben wir dann eine gute Chance. Aber ich bitte, tun Sie jetzt nicht so, als ob die Tobin-Steuer die Lösung aller Probleme ist. Es ist nur für ein ganz spezifisches Problem, was ich heute für verwerflich halte. Gibt es da nicht ein kleines Gerechtigkeitsproblem, wenn man eigentlich
Ein Teil, ja. Wäre es dann nicht eigentlich so, dass die Industrieländer von ihrem Niveau, Ausstoßniveau eigentlich ziemlich gleich bleiben und die Industrieländer nicht die Möglichkeit haben, hochzukommen? Also, so wie ich die Sache gelesen habe von dem WBGU, ist da durchaus das Gerechtigkeitsargument das Allerwichtigste. Ursprünglich stammt die Idee übrigens aus Indien von Anil Agarwal und Sunita Narain. Die haben das schon in den 1980er Jahren vorgeschlagen. Und dann haben aber die Entwicklungsländer gesagt, um Gottes Willen, nein. Denn die hatten damals vorgeschlagen, dass einfach jeder Erdenbürger das gleiche Recht hat. Und da bekamen die Industrieländer zu viel von einem indischen Vorschlag kommend. Und dann hat der WBGU eingesehen, dass es ungerecht wäre, wenn ein Inder nur gleich viel kriegt wie ein Deutscher, nachdem die Deutschen bereits die energieintensiven Infrastrukturen gebaut haben und die Inder noch nicht. Das heißt also, die Idee vom WBGU ist soziale Gerechtigkeit Nord-Süd. Und als der indische Ministerpräsident damals Manmohan Singh bei dem G8-Gipfel von Heiligendamm in Deutschland zu Gast war, hat er gesagt, großartig, wenn ihr das einführt, dann sind wir die Ersten, die dann wirklich Klimaschutz machen. Es gibt einige Entwicklungsländer, dazu gehört komischerweise auch Südafrika, die wollen genau das nicht, weil die im Moment von den Chinesen Kohlekraftwerke geschenkt bekommen und sie haben zu Hause ziemlich viel Kohle, das heißt, für die ist es die bequemste Form, Bruttosozialprodukt zu erhöhen. Also ich sage nicht, dass die Entwicklungsländer da alle automatisch mitmachen, aber der Grundgedanke ist sehr vernünftig. Das ist keine ganz einfache Frage. Ich bin aus Gründen von Terrorismus und potenziellen Kriegen weiterhin strikt gegen den Ausbau der Atomenergie. Ich würde mit mir reden lassen über eine Laufzeitverlängerung. Aber neue Atomkraft aus Klimaschutzgründen halte ich nicht für vertretbar. Und schon gar nicht mit einer möglichen nächsten Generation von Fusionskraftwerken. Also dass man nicht Fission, Spaltung, sondern Fusion, das Zusammenbringen von Wasserstoff- und Tritiumatomen zum Helium als Brennstoff verwendet. Das ist energiemäßig wahnsinnig verlockend. Das ist die Art, wie die Sonne ständig neue Energie erzeugt. Und da denkt man, ach, das wäre doch wunderbar. Aber erstens braucht man da Temperaturen in der Gegend von 1 Million Grad. Und das Ganze in Plasma, ein fast unkontrollierbarer Aggregatzustand von Materie. Und im Übrigen machen die gigantische Mengen Neutronen und gigantische Mengen radioaktiven Wasserstoff. Und da ist das Containment ein Riesenproblem. Also das heißt also auch die oft in der Presse erscheinende Idee, machen wir das Ganze doch mit Wasserstofffusion, ist physikalisch Quatsch. Und dann sage ich, solange wir die Möglichkeit haben, mit Energieeffizienz, erinnern Sie sich an den Mount Everest, den ich erzählt habe, und erneuerbaren Energien, vor allem Photovoltaik, das Energiebedarfsproblem wirklich zu lösen, wozu dann dieser gefährliche Drache Atomenergie? Aber ich weiß, es gibt einzelne ernsthafte Klimaschützer, insbesondere in Amerika, die sich einfach nicht vorstellen können, dass die American Way of Life eine ernsthafte Einsparung von Energieverbrauch
erlaubt und dann machen wir doch lieber Atomkraftwerke. Aber ich halte es für einen Fehler. Ja, also die Einschränkung des Lebensstandards wäre dann der Fall, wenn man die ganze Sache einfach plötzlich macht, über Nacht. Und da würde ich dann wieder mit dem gradualistischen Vorschlag von meinem Ping-Pong kommen und sagen, mach es doch einfach langsam. Die Hauptsache ist, dass jeder Investor weiß, dass es vielleicht heute noch profitabel, aber morgen kaum mehr und übermorgen gar nicht. Das heißt also, nur das neu investierte Geld würde plötzlich nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft investiert. Und dann braucht man keine Wohlstandsverluste zu beklagen. Wobei in Amerika, ich habe 6 Jahre meines Lebens in Amerika gelebt, da wäre das schwieriger als bei uns. Denn die ganze Infrastruktur ist so eingerichtet, dass man einfach ein Auto braucht. Da gibt es ungefähr so viele Autos, wie es Führerscheine gibt. Während bei uns gibt es nur halb so viele. Also wir müssen unter Umständen Konzessionen an die Amerikaner machen, damit sie nicht einfach Nein sagen. Aber ich halte das für machbar. Ja, die Entwicklungsländer, die würden nur profitieren. Die würden schlicht reicher. Es wäre eine automatisierte Entwicklungshilfe, die einen großen Kapitalstrom in die Entwicklungsländer schicken würde und dort wäre er aus Eigennutzgründen spezifisch investiert, um auch die ökologischen Probleme endlich zu lösen. Das ist bei Geldern, die heute in Entwicklungsländern ankommen, überhaupt nicht der Fall. So, leider sind wir dann zu Ende. Ich bedanke mich nochmal.